Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute den, es ist gar kein Tag, ich habe einfach gesagt, ich mache das Video auch. Und zwar gab es ein Video von Sina und Ilona von den Glimmerfeen und das hieß Wir als Leser, also mache ich das Video ich als Leserin. Es gab 5 Fragen und die würde ich euch gerne beantworten, damit es nicht nur Rezensionen und Tea Time, sondern eben auch mal so ein bisschen Quatschvideos zwischendurch gibt. Ich muss mal, ich habe hier Bücher auf dem Tisch liegen, die stören mich gerade. Ein bisschen schichten. So, damit ich hier Platz habe. Und zwar, die erste Frage ist, über welche Jahre und Jahrzehnte liest du gerne? Ich bin definitiv ein Leser von zeitgenössischer Literatur im Bereich Belletristik. Das heißt, alles, was zur Jetztzeit spielt, lese ich eigentlich sehr gerne. Und ich liebe Bücher, die im 19. Jahrhundert spielen, so 1815. zum Beispiel die Bridgerton-Reihe von Julia Quinn lese ich sehr gerne. Ich lese aber auch gerne Jane Austen, also ich lese auch Klassiker und so. Das ist so die Zeit, wo ich sehr gerne lese. Was ich nicht mag, sind ja so historische Romane aus dem Mittelalter können gut sein, habe ich auch schon gute gelesen, aber ich bin eigentlich nicht so der Fan von historischen Büchern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also 19. Jahrhundert England und ansonsten zeitgenössisch. Genau. Die zweite Frage ist, wie wichtig ist das Cover? Ja, das Cover eines Romans ist letztendlich das Erste, was wir sehen. Und das catcht schon. Letztendlich ist das Cover aber nicht das, was mich dazu bringt, ein Buch zu kaufen, sondern nur das, was mich dazu bringt, ein Buch im Handel in die Hand zu nehmen. Und der Titel natürlich auch. Ich habe hier zum Beispiel dieses Buch, Heimkehr nach Whale Island, das lese ich gerade. Und ich finde, das Cover ist ansprechend. Es sieht nach Landscape aus und könnte ein Familienroman sein oder eine Liebesgeschichte, auf jeden Fall was Gediegeneres. Und dann würde ich mir das im Handel, ich habe das bei irgendeinem Anbieter online gesehen, ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es sogar bei Amazon bestellt. Oder bei Thalia, ich weiß nicht mehr, nee, Amazon, glaube ich. Und dann denke ich mir so, ja, das sieht gut aus, dann liest du dir jetzt mal den Klappentext durch. Und wenn der Klappentext mich anspricht, dann kaufe ich ein Buch. Also Cover, ja, sie sind mir wichtig. Ich finde zum Beispiel das hier von Lake Paradise auch wunderschön. Ich habe aber auch Bücher, wo ich sagen würde, okay, das Cover ist jetzt nicht so der Buller, aber das klang gut, was hinten drauf steht. Also, wie wichtig ist das Cover? Es ist wichtig, um ein Buch erstmal in die Hand zu nehmen im Buchhandel, aber es ist nicht wichtig im Sinne von, ich treffe meine Kaufentscheidung aufgrund des Covers, das nicht. Ich denke nur manchmal, oh, sieht so schön aus und ich bin natürlich ein Cover-Opfer, klar, aber ja, entscheidend ist für mich das, was hinten drauf steht, oder die Meinungen zum Buch letztendlich. Dann haben wir die dritte Frage, und zwar, welches Genre bevorzugst du? Was bevorzuge ich? Ich würde sagen, also Belletristik, Romane. Ja, also Liebesromane. Früher habe ich ja Chicklit geliebt, das lese ich jetzt nicht mehr so gerne, weil die meistens zu albern sind, die Frauen. Ja, ich liebe Love and Landscape nach wie vor, Romantic Suspense, Thriller. Und bei Fantasy, das war ja früher so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese ab und zu mal noch Fantasy. Das letzte, was ich gelesen hatte, war Lady of the Wicked von Laura Labas. Das war im Juni. Und ich werde demnächst auch wieder ein Buch lesen von Holly Black. Erscheint ein neues Buch, und zwar ist das Urban Fantasy für Erwachsene. Den Titel weiß ich jetzt gerade nicht, aber das klang auf jeden Fall sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall lesen. Aber ansonsten, das sind so 1, 2, 3 Bücher im Jahr. Ich würde sehr gerne was über Hexen lesen, was nicht zu sehr Fantasy ist, sondern was so eingebunden ist in die Geschichte. Sowas wie Christina Günack schreibt, zum Beispiel eine Hexe zum Verlieben, die Reihe. Da ist sie Immobilienmaklerin und sie hat zwar mit magischen Wesen und mit Magie zu tun, aber sie lebt im Prinzip ganz normal wie eine normale Frau und so. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn das so ein Setting hat. Ansonsten, ich lese auch gerne mal Horror, jetzt zu Halloween sowieso.
Kinder- und Jugendbuch eigentlich für mich nicht. Kinderbuch natürlich für Aiden. Klar, ist ein großes Thema. Vorlesen. Da gibt es auch sehr schöne Geschichten. Also sowas wie der Weihnachtosaurus von Tom Fletcher. Das lesen wir jetzt dieses Jahr Weihnachten wieder. Oder das liest Aiden gerne. Der kleine Drache Kokosnuss findet er ganz toll. Und ja, er wird jetzt 6 und wir kommen jetzt so langsam in das Alter, wo wir eigentlich im Prinzip die ganzen Klassiker anfangen können zu lesen. Das kleine Gespenst, der kleine Vampir, die kleine Hexe, all diese Dinge. Da müssen wir noch gucken, uns ein bisschen durchfuchsen, was ihm da so gefällt. Aber letztendlich ist es das, was ihm gefällt und nicht, was mir gefällt. Ich persönlich würde keine Kinderbücher lesen, außer sowas wie Harry Potter oder der Weihnachtosaurus. Genau. Am liebsten lese ich eigentlich Thriller und ja so Love and Landscape, wo es so ein bisschen um Familiengeheimnisse geht und Liebesromane einfach. Aber Liebesromane im Sinne von, da muss noch mehr ringsherum passieren. So wie bei Karen Swan bei diesem, wie heißt denn das Buch? Irgendwas mit Paradies? Ich weiß schon den Namen nicht mehr. Vergessen. Auf jeden Fall sowas, das so richtig spannend ist mit ein bisschen Abenteuer und ja, Verrat und Geheimnis und so. Sowas liebe ich. Ich nehme mal jetzt die Frage, die war unter dem Video als Frage 5. Im Video war die aber eher dran, deswegen ich nehme die jetzt auch mal. Es passt gerade ganz gut. Und zwar ist die vierte Frage, magst du Illustrationen und Bilder in Büchern? Also es gibt solche und solche. Es gibt Geschichten wie das jetzt hier, Whale Island. Da brauche ich keine Illustrationen und keine Bilder. Bei Kinderbüchern sind mir Illustrationen natürlich sehr wichtig, also Bilder auch, bunte, weil ich finde, es ist zwar schön, einem Kind die Fantasie anzuregen, aber so ein bisschen Anleitung tut ja manchmal auch ganz gut. Und wenn die den Bilder dazu sehen, können die sich das noch besser vorstellen. Deswegen finde ich das sehr hilfreich. Es gibt natürlich auch viele Bilderbücher oder illustrierte Bücher, die für Erwachsene sind. Mein Lieblingsbuch ist ja Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs und das ist ja komplett illustriert vom Autor, von vorne bis hinten durch. Man findet fast auf jeder Seite irgendwas oder komplette Seiten illustriert zwischendurch oder unten drunter oder nur eine Seite und da passt das, weil der Autor dort eine komplett neue Welt erschaffen hat mit komplett neuen Wesen, die wir auch so nicht kennen. Und selbst wenn er die beschreibt, hätten wir uns die nicht so vorstellen können, wie er das vielleicht meint. Und da finde ich Illustrationen sogar sehr wichtig, denn sie helfen einem auf die Sprünge, die ganze Geschichte besser zu verstehen. Also ja, ich mag Illustrationen und Bilder sehr sogar, wenn es zur Geschichte und zum Buch passt. Ansonsten in einem normalen Roman brauche ich das nicht unbedingt. Ich finde es hübsch, wenn zum Beispiel hier bei Lake Paradise zum Beispiel, das ist ja hier so eingerahmt, da haben wir zu Beginn eines jeden Kapitels oben so einen kleinen Rahmen. Sowas mag ich gerne. Oder wenn unten drunter irgendein Schnörkelchen oder so ist. Das finde ich ganz schön, muss ich sagen. Genau. Frage 5, die letzte Frage. Welche Bücher sortierst du aus? Also, ich sortiere Bücher aus, die ich gelesen habe, die ich vielleicht nie wieder lesen werde, auch wenn sie mir vielleicht gut gefallen haben, aber vorrangig Bücher, die mir nicht im Kopf geblieben sind. Entweder ist es die Zeit, in der ich ein Buch gelesen habe, oder das Buch, die Geschichte an sich, die Charaktere, die mir wichtig geworden sind, weswegen ich ein Buch behalte. Und wenn ich das nicht habe, gebe ich es auch ab. Ich habe einen ganzen Schrank aussortierte Bücher, ein Billigregal voll. Und im Keller sind auch noch welche, die ich jetzt abgeben werde nach und nach. Und da sind auch Bücher dabei, die ich nie gelesen habe. Aber ich weiß, sie stehen hier nur rum und ich werde sie wahrscheinlich auch nicht lesen. Denn ihr seht ja, ich habe genug zu tun. Ich habe schon wieder neue Bücher. Ich kriege auch wieder Rezensionsexemplare jetzt noch für Weihnachten. Und diese Bücher rücken immer weiter nach hinten auf der Leseliste. Und mittlerweile sind die nicht mehr ganz unten oder ganz hinten. Die sind schon verbuddelt, vergraben und im Keller versteckt. Und deswegen, ich glaube, ich werde sie einfach nicht mehr lesen. Die können dann gerne ausziehen. Da kann sich jemand anders dran erfreuen. Oder auch, wenn ich ein Buch richtig blöd fand oder schlecht, mich darüber nur aufgeregt habe. Das war damals bei Shades of Grey so. Das Buch habe ich dann einmal durch alle Bekanntschaften gehen lassen und die letzte, die es dann haben wollte, der habe ich gesagt, behalt das Buch oder gib es weiter. Ich habe keinen mehr, der es haben möchte. Nimm es einfach mit. Ich will es nicht mehr haben. Oder ich verkaufe welche bei Rebuy. Das habe ich auch schon gemacht. Das
kommt dem zugute, dass man dann bei Rebuy wieder neue Bücher bestellen kann. Ich habe letztens für, ich weiß nicht, 23 Euro Bücher verkauft und habe jetzt 5 neue Bücher gekauft von dem Geld. Das gleicht sich dann halt aus, dass ich das quasi verkaufe und mir dann dafür wieder was Neues hole. Genau. Das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video geworden ist, aber ich würde sagen, nicht so lang. Kurz und knackig, 5 Fragen beantwortet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen oder beantwortet doch gerne ein paar der Fragen selber in den Kommentaren, falls ihr es noch nicht bei Sina und Ilona getan habt. An der Stelle nochmal liebe Grüße an die beiden. Ja, vielen Dank für die Inspiration und die Fragen für dieses Video und für alle da draußen. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.